Okay, sind wir schon online? Okay, jetzt in diesem Part hier zeige ich euch was zur Blickschulung beim Rückwärtsfahren. Denn wichtig ist, wenn wir rückwärts fahren, immer dahin gucken, wo man hinfährt. Ja, wir können jetzt nochmal nach vorne einmal. Wir werden jetzt hier rückwärts in diese Parklücke fahren. Das kann man, glaube ich, ganz gut sehen hier. Da fahren wir jetzt rückwärts rein. Ich beobachte jetzt schon mal den Innenspiegel, wer so hinter mir ist. Dann schmeiße ich schon mal den Blinker rechts an, dass alle anderen Autos checken, wo ich jetzt gleich hin will. Dann fahre ich locker an dem Auto vorbei, das sieht ganz gut aus. Rückwärtsgang, war nach unten drücken, zack, oben rein. So, und jetzt schön langsam und wichtig, ihr müsst immer beide Hände ans Lenkrad und so nach hinten gucken. Nicht den hier. Ja, da kriegt der Prüfer die Krise. So, also so bleiben, schön locker nach hinten gucken, gut beobachten. Und wenn ich jetzt irgendwas anderes abchecken will, bleibe ich stehen, gucke in die Spiegel, gucke nach vorne, gucke nach links, gucke nach rechts. Und wenn ich dann weiterfahren möchte, dann wieder nach hinten gucken. Ultra wichtig, dass ihr immer nach hinten guckt, wenn ihr nach hinten fahrt. So, weiter beobachten, beobachten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, dann bleibe ich kurz stehen, check wieder links, kommt keiner, check die Spiegel, alles gut, guck in den Spiegel, auch gut. Und dann fahre ich wieder weiter nach hinten. Aber immer nur dann nach hinten fahren, wenn ihr nach hinten guckt. Nicht vergessen, sonst rasten die Prüfer aus. So, dann sichere ich hier vorne ab, das sieht gut aus. Zack, weiter nach hinten. Und immer den hier. Nicht vergessen, nicht den hier. So, das sieht ganz gut aus. Ein bisschen am Lenkrad kurbeln. Einmal kontrollieren. Noch wieder ein Stück nach hinten. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Wichtig, beim Rückwärtsfahren schön nach hinten gucken. Wirklich, es gibt Prüfer, die machen da so ein Trouble. Also, das könnt ihr euch sparen, indem ihr einfach stehen bleibt, nehmt euch die Zeit. So, schön nach hinten gucken. Und sobald ihr irgendwas abchecken wollt, stehen bleiben, dann könnt ihr rechts, links, überall beobachten. Das ist alles safe. Einverstanden? Weiter geht's.